Also, mein Name ist Roman Heinzinger, ich habe auf der Fachhochschule St. Pölten Medientechnik studiert, ja, sagt man dazu, Fachhochschule, und letztes Mal einen InDesign-Kurs, das ist mein eigentliches, mein Brotjob, und jetzt abgehalten, und dieses Mal machen wir einen WordPress-Kurs. Beim InDesign-Kurs waren nicht so viele dabei, DTP scheint nicht so viele Leute zu interessieren, aber WordPress offensichtlich mit Hinblick auf CSS, Cascading Style Sheets, wahrscheinlich ein bisschen mehr, offensichtlich. Ich nehme an, ihr habt alle einen guten Grund, dass da seid. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwo ein WordPress bei sich selbst laufen haben. Das ist gratis oder umsonst. Und die anderen haben so wahrscheinlich ein paar intensivere Fragen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich aufbauend auf dem, was der Franz letztes Mal herzeigt hat, werden wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben oder gesehen haben, eher Best Practice Methoden und Werkzeuge oder meine Arbeitsweise vorstellen und weniger auf so Detailsachen eingeben, weil CSS ist so umfassend und so viel, das kann ich in eineinhalb Stunden nicht erklären. Ich kann nur erklären, wie es grob funktioniert, wie man es einsetzt und wie man, wenn man Schwierigkeiten hat, wie man sich selbst helfen kann. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich für den Großteil der Leute hier das, wo am meisten gedient ist. Sicher, wenn es Fragen gibt, die vielleicht von allgemeinem Interesse sind, kann man das dann nachher noch gemeinsam klären. Ich kann mir da gerne Webseiten anschauen mit Ihnen oder mit euch gemeinsam und versuchen schnell, also wenn es schnell geht, eine Lösung zu finden. Aber bitte nur dann fragen, wenn es wirklich nicht dann abgedeckt sein sollte. Wenn es zu schwierige Sachen sind, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwann Anfang des nächsten Jahres, Jänner, Februar, März, April und so weiter, sogar noch eine WordPress-Session machen, aber dann ziemlich detailliert schon, vielleicht mit also die muss man mit Franz absprechen. Ich schlage vor, dass das Probleme oder dass irgendwelche Fälle, dass ihr Fälle einsendet mit einer URL, dieses Problem beschreibt, was ihr habt, und dass wir uns das gemeinsam anschauen, weil das sind vielleicht schon ein bisschen schwierigere Sachen oder weniger schwierige. Was mich weniger interessiert, sind WordPress-spezifische Sachen. Ich würde es wirklich auf CSS und HTML5 beschränken. Also WordPress ist, ja, da gibt es eine große Community dahinter, die das auch sehr gut betreut, aber CSS, da bin ich besser drauf. Also das CSS funktioniert ja ohne WordPress. Kann man auch für Joomla, für Drupal und was ich was alles verwenden. Kann man auch selber eine Webseite aufbauen, ohne dass irgendein CMS im Hintergrund läuft, also ein Content Management System oder ein Content Management Framework oder was auch immer, sondern ja, einfach selber. Na gut, dann schlage ich vor, brauchen wir gleich einmal ein. Der Franz hat mich gebeten, dass ich eine Webseite einrichte, eine WordPress-Webseite basierend zum Beispiel, ja, und ich starte mit der Idee, wo wir hinwollen. Wir wollen, kann eh schon jeder, früher hat man Webseiten mit Tables gebaut, da sind wir jetzt eh schon lang endlich weg davon. Wir machen nur noch contentbasierte Webseiten. Tables und so weiter, das greift zu sehr in die Struktur ein und das macht man wirklich nur für Tabellen, Tables, Tabellen, sondern, ja, und meistens hat man Freestext, so wie eben jetzt auch hier auf dieser Seite, und das ist ganz gut über Divs und so weiter, kann man das ganz gut darstellen. Man kann Bilder einbetten, das Ganze hat in weiterer Folge den Sinn, und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein neues Wort kennenlernen, Barrierefreiheit. Ist nicht nur, dass euer Haus die Türbreiten an Rollstühle anpasst und dass man genug Platz schafft für
Rollstuhl, dass sie sich überwinden können, oder dass man auf der U-Bahn die Sehbehinderten, dass man denen ein Leitsystem anbietet, sondern eben auch hier auf Webseiten, dass die den Content leichter durchscrollen und durchforsten können. Also haltet euch das im Hinterkopf, es gibt genug Möglichkeiten, dass man sich das, Barrierefreiheit ist die Stichwörter. Wir werden eine responsive Website bauen. Responsive bedeutet, dass die Website auf verschiedenen Endgeräten, weil wer surft denn heute noch mit einem Beamer? Oder mit einem Desktop-PC? Die meisten werden wahrscheinlich irgendwo unterwegs in der U-Bahn irgendwelche Nachrichten anschauen. Oft ist es so, dass die großen, komplizierten Webseiten eine zweite Version anbieten, Standard, Mobile, Presse, Mobile und so weiter, und orf.at gibt es auch eine Mobile-Site und eine eigene Version für PC eben, dass sich da wirklich auch die Struktur des Inhalts unterscheidet. Es bringt nämlich überhaupt nichts, dass auf dem Handy, das eigentlich nur das ein bisschen schwächer ist von der Rechenleistung und kleiner und überhaupt, dass man da diese Rieseninhalte alle anbietet. Wenn ich da am Bildschirm schaue, natürlich ist es schön, man kann man beeindrucken, aber das ist am Handy ganz anders möglich. Responsive ist aber trotzdem der Kompromiss. Jetzt schaue ich da kurz einmal. Genau. Das einmal, okay, das ist das DE-Geschichte, aber okay. Das hat mir auf den Englisch besser gefallen. Nämlich, da ist echt so in dem Bereich, das ist auf einer schönen Website, ganz schön groß und so weiter und so fort. Und man muss einfach Rücksicht nehmen auf die kleinen Geräte. Das heißt, man schaut schon, dass man alle Inhalte darstellt, aber nicht, dass man am Bildschirm herumscrollen muss mit dem Finger, das ist ja super mühsam. Deswegen wird man das einfach, je nachdem, welche Wertigkeit es hat, wenn überhaupt. Ja, man kann sogar Inhalte ausblenden, wenn sie verzichtbar sind, Werbungen und solche Sachen, wie auch immer. Ansonsten kann man das einfach hinten nach oder unten, besser gesagt, anreihen. Das ist so mal die Grundidee von Responsive. Es ist alles verfügbar, aber eben an das Endgerät angepasst. Mobile First ist übrigens die Devise, weil die meisten Leute mittlerweile mit dem Mobile Phone unterwegs sind. Okay, also das ist super nett, wenn eure Webseite auf meinem Bildschirm schon ausschaut, freut mich, aber für die Mehrheit der Leute wird es wahrscheinlich eine Mobile-Version zuerst sein. Außerdem berücksichtigen, wenn sie irgendwelche Webshops oder so oder interessante Webseiten für eine große Userschaft betreibt, Google blendet keine Inhalte mehr für Google-Sucher, die ein mobiles Gerät verwenden, ein. Also wenn Google erkennt, der kommt von einem mobilen Gerät, ich zeige ihm immer noch Suchergebnisse, die auf die Responsive-Geschichte Rücksicht nehmen. Es kann sein, dass wenn ich mit meinem Handy ins Internet Google surfe, suche, dass ich Ihre Website nicht angezeigt bekomme, wenn sie nicht responsive gestaltet ist. Das kann Google ganz gut unterscheiden mittlerweile. Okay, jetzt haben wir das erste große Konzept abgedeckt. Wir haben mittlerweile HTML5 und CSS3 in Verwendung. HTML5 bedeutet ganz normales HTML, also Hypertext Markup Language. Allerdings gibt es jetzt noch zur besseren Unterscheidbarkeit des Inhalts noch zusätzliche Elemente, wo auch gleich der Browser oder wer auch immer da im Hintergrund mitliest, dass der sofort den Inhalt unterscheiden kann. Da gibt es Bereiche, Section ist ein neues HTML-Element, Article ist ein HTML-Element, es gibt ein Element, das heißt Header. Man kann eine Überschrift, H1 zum Beispiel, in einen Header zusammenfassen mit einer H1 und einem Zusatz-Legend zum Beispiel. Das ist im Header zusammengefasst und man weiß sofort,
oder der Bot oder der Reader weiß sofort, dass er hier an ein Überschriftselement gelangt. Das ist die Überschrift der Seite. Das ist alles nicht früher möglich gewesen mit Tabellen und mit Tables und so weiter und so fort. Also das ist schon immer mehr Content passiert, das Ganze. Also ja, ich weiß, wir haben diese What You See is What You Get Editoren ganz gern, aber zum Gestalten ist das immer ein Horror, weil da passiert zum Beispiel Folgendes. Ich kopiere mir von irgendwoher aus dem Word oder sonst irgendwo einen Text und füge ihn da ein. Dieser Text hat dann eine Formatierung, die ich mitnehme, dann ist das irgendwie. Das kann dann, was gibt es da? Font, also ein Element Font oder so, glaube ich. Das dann, und dann ist da plötzlich Textgröße, also das ganze Style Sheet, das CSS Styling ist direkt am Element vorgenommen. Das ist Bullshit, weil das füllt mir diese Website einfach so an mit all diesen Elementen. Außerdem kann ich es über ein globales CSS, das ist jetzt der Sinn vom CSS auch nur für sich, dass ich das global halten kann, nicht mehr überschreiben. Man müsste dann immer diese bösen Leute, dass diese Texte da reinknallen, muss man immer mit Rufzeichen important überschreiben. Das hat heute schon eine Dame erwähnt, dass man von hinten und nochmal die Leute dann overruled mit dem Zeug. Also bitte, wenn ihr was einfügt, dann bitte als reinen Text einfügen, zum Beispiel hier. Hören, einfügen, als reinen Text einfügen. Das ist dann nur der Text plain, geradeaus, ohne irgendwelche Formatierungen aus Word oder Excel oder sonst irgendwas. Ich bin ein Freund überhaupt im HTML-Editen. Wenn man sich das mal angefangen hat, man ist sehr, man kann eigentlich sehr gut arbeiten, man hat sofort die Struktur. Ich kann da gerne auch Enter reinmachen. Das ist eigentlich dem WordPress oder dem PHP, davor ist das wurscht. Entschuldigung, PHP habe ich noch nicht erwähnt, das werde ich vielleicht auch noch erwähnen heute Abend. Ja, oh, entschuldigt bitte, ist nicht ganz wurscht. WordPress hat nämlich eine Unart, dass man, wenn man hier ein Enter setzt, irgendwo nach einem Absatz, einen neuen Absatz reinhaut, dass auch diese Absätze als solche, ihr kennt das wahrscheinlich, das HTML-Element Paragraph, als solche konvertiert werden. Hier im Moment ist das nicht sichtbar, aber später in der Ausgabe sehr wohl. Zeige ich dann gleich her, ich gehe mal jetzt auf Update und dann schauen wir uns die Seite in echt an. Was ist jetzt das, was WordPress da nicht macht oder schon macht? Ich zeige es gleich her, dass es einen Absatz einfügt, um Gottes Willen, das Internet ist langsam. Dass es einen Absatz einfügt, aber im HTML nicht sichtbar ist als Absatz. Hier im Hintergrund ist es nicht sichtbar, ja. Im Frontend wird das automatisch hinzugefügt. Zum Beispiel, ich habe hier dieses Test. Ja. So, und jetzt gleich einmal mein erster Kniff. Wenn ich wissen will, wie das HTML hier ausschaut, früher hat man immer gemacht, Steuerung U, um Gottes Willen, ich schaue mir den Quelltext im Hintergrund an. Steuerung U, ja, das ist nicht notwendig. Ich kann hier rechts klicken und Elemente untersuchen. Was passiert jetzt? Jetzt bekomme ich vom Browser ein Tool, das nennt sich Konsole. Das sind die Developer Tools. Mit denen, der zeigt mir hier herunten, zeigt mir das HTML. Wenn ich da jetzt drüber fahre mit der Maus, zum Beispiel Rechtsklick untersuchen, ja, nochmal. Hier springt mir jetzt an die entsprechende Stelle. Und siehe da, tatsächlich, davor und danach ist, für die HTML kennen, ein Paragraph-Text-Tag eingefügt, den ich selber im Vorfeld nicht definiert habe. Ja? Das macht WordPress, die glauben, das ist eine nette Hilfe, hat mich schon einmal ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Ja, da die anderen Elemente, man sieht eh schön, wenn man da mit der Maus unten herumfährt, dann springt man immer an die Teller und dann zeichnet sie aus, was das ist. Ich nehme an, ihr kennt ein bisschen HTML, das ist bereits ein HTML5-Element, da wird die Navigation hineinkommen, das ist nur
für den Browser zur Übersicht oder für den User, der vielleicht einen anderen Reader hat, also blinde Leute, die surfen mit ganz anderen Geräten als wir mit unseren Augen, die müssen sich das anders aufbauen. Hier Main-Container und so weiter. Es gibt hier in diesem Theme noch nicht vorbereitet, aber es gibt, wie gesagt, ein Section, ein Article und so weiter. Hier gibt es sogar einen Blog-Quote. Wo ist das? Genau, das ist nämlich eine Auszeichnung. Was er schon sagt, das sind sehr, sehr, das erklärt sich schon fast von selbst, Blog-Quote, also ein Zitat ist das, ja? Ja, genau, zu den HTML-Schriften. Schriften? Nein, HTML-Code oder so, also HTML 5 und den davorigen, kann ich den mischen oder nicht? Ja, das kann man dann machen, also das, was im Theme fest ist, da ist nichts festgelegt oder was, dass ich nur... Das HTML hat mit dem Theme selber nichts zu tun. HTML wird vom Browser ausgelesen, ja. Und ob es HTML 5 ist oder HTML irgendwas, ist dem Browser... Und muss das nicht in dem Style-Sheet festgelegt werden? Ist da nicht ganz das oben irgendwie Nein, gibt es überhaupt nichts. Das hier ist die Zeile Doctype HTML, das ist wichtig. Es ist automatisch HTML 5. Eine Frage, es gibt aber schon dann veraltete Formulierungen, ne, die dann als deprecated die Browser sind aber so nett und zeigen uns das trotzdem korrekt. Also vielleicht die früher das Wort, das HTML gleich B verwendet haben, das ist aussagelos, man verwendet heute strong. Okay? Und man braucht auch gar nicht, na lassen wir das weg. Das Beste wäre, noch einmal, um dieses Copy-Pasting zu, am besten wäre nur HTML zu verwenden, ohne irgendwelche Style-Sheets oder Beschreibungen, Design-Beschreibungen da hineinzupacken. Wir wollen den Inhalt komplett vom Design trennen, das ist das oberste Ziel. Weil wenn das Design global gehalten ist, kann ich über, ihr kennt es wahrscheinlich, Klassen, ja, und IDs. Ja, das nennen wir es jetzt einmal Selektoren. Wie können wir dann später auf HTML-Elemente zugreifen? Auf die Elemente zugreifen. Ja, wir haben hier Klassen, IDs, wir haben ja überhaupt die HTML-Elemente an und für sich, über die wir uns handeln können, also die wir beschreiben können. Ja, mehr braucht es aber im Prinzip nicht. Und wie mache ich das in WordPress, weil das Style-Sheet ist ja vorgegeben. Ich muss ja ein Thema auswählen, oder muss ich das gar nicht? Lass mal mal WordPress kurz auf der Seite. Okay. Wir machen halt grundsätzlich Bootstrap. Bootstrap hat mit WordPress an und für sich nichts zu tun. Es gibt aber, habe ich schon installiert bei mir, ein blankes Bootstrap-Theme, wo alles, was Bootstrap braucht, damit es laufen kann, nämlich das CSS. Na gut, Moment, Stopp, zurück, ganz schlecht. Bootstrap ist ein CSS-Framework. Framework bedeutet, es ist einfach nur ein Rahmen, ein vollständiges Gerüst, ein Baukasten, wie zum Beispiel in der Werkstätte zu Hause ein Riesenkasten mit allen Werkzeugen, was man hat, was man braucht, um zum Beispiel irgendwas zu reparieren. Ihr Werkzeugkasten. Dann nehmen Sie sich einen Schraubenzieher raus. Bootstrap stellt Ihnen alle diese Tools zur Verfügung, hat für alle oder für fast alle Probleme oder für fast alle Gegebenheiten irgendeine Lösung oder einen Anwendungsfall, wie man arbeitet. Ja. Ich zeige jetzt, mein Ziel ist es, dass ich Ihnen heute oder euch heute Bootstrap, das ist eins von den Top 2 CSS-Frameworks, Responsive CSS-Frameworks, um genau zu sein. Das zweite ist Foundation, das wird vielleicht ein paar noch ein Begriff sind vom letzten Mal. Diese beiden sind einmal die Klassiker, was das betrifft. Die decken ziemlich alles ab. Guter Baukasten. Also es gibt Layout-Sachen an und für sich. Und das ist jetzt, wie diese Seite unterstrukturiert ist, unterteilt ist. Wir haben hier oben eine Navigation, wir haben links einen Bereich, wir haben
Hier links haben wir einen Bereich, wir haben da, wo sind wir da, das ist wieder Navigation, dann haben wir da einen Bereich und da haben wir den Main-Bereich, das ist auch ein HTML5-Element übrigens. Und Bootstrap geht jetzt gleich einmal her und gibt uns gleich einmal die Möglichkeit, die Seite zu layouten, einmal im Groben. Wie passiert das? Es stellt, also jetzt ist, wir sind hier auf der Body-Ebene. Also wenn irgendwem unklar sein sollte, was Body ist, ich setze das jetzt voraus, ja? Die Basic HTML-Geschichten. Das ist eh klar, das ist, gehört zum guten Ton, damit dem, da geht es weiter. Nein, wurscht. Nein, stopp. Header-Element, das ist das da oben, das blaue. Sie sehen es eh, das ist angezeichnet, ja? Das ist das da. Dann und den Content, Container-Fluid. Container.fluid, das ist bereits eine CSS-Klasse, die Bootstrap zur Verfügung stellt, die ich hier, auf die ich zugreifen kann. Ich brauche nichts Großartiges machen, ich muss nur hier Class ist gleich etwas bekannt geben und schon ist der Inhalt vom Design getrennt. Ja? Irgendwo im Hintergrund, nämlich hier, jetzt komme ich zum rechten Bereich, in der schönen Hilfsleiste hier, gibt es vom Bootstrap hier eine CSS-Beschreibung, die auf diese Klasse, also hier steht nochmal Class ist gleich, und alles was im CSS mit Punkt vorne, also das ist ein Selektor, um genau zu sein, ein Selektor, ein Klassenselektor, alles was mit einem Punkt vorne ist, wird eine Klasse gemeint, ja? Und zwar die Klasse Container Fluid. Und da sieht man auch gleich, wenn man jetzt schaut, nämlich welche Elemente oder welche CSS-Eigenschaften hier wirken, dann sieht man das hier rechts. Da steht noch, woher das kommt. Das ist diese Datei. Okay, das ist jetzt S-CSS, das ist das ein bisschen more sophisticated CSS. Das sind die Beschreibungen, die Eigenschaften, die wirken. Wenn ich das überall das Hackerl jetzt wegnehme, wird irgendwas passieren damit wahrscheinlich. Es verändert sich schon mal ganz böse. Ja. Jetzt kann ich weiter runterscrollen, kann das alles abhackeln und so weiter. Dann wird sich hier, dann entscheidet der Browser, dass dieses Element jetzt nicht mehr greifen soll. Das ist das Grid, das ist das grundsätzliche, die grundsätzliche Einteilung, wie das alles layoutmäßig aufgebaut ist. Welche Schriftgrößen H2 und so weiter und so fort haben, und so, das ist momentan noch wurscht. Da geht es wirklich nur um das grobe Konzept, wie die einzelnen Elemente, wie die Inhalte strukturiert sind. Das ist auch das Wichtige, wenn es ums Responsive Design geht. Hier, das nächste. Wir haben einen Hauptcontainer, der heißt auch gleich so, Container Fluid. Fluid heißt flüssig, okay, da fließt irgendwas. Ist im Sinne von Bootstrap, ist das so gewünscht, dass da mal der oberste Inhalt diese Klasse beinhaltet. Weiter hinunter, gehen wir mal da. Class Container, ja, Container Fluid, das sind die zwei. Hier steht eh auch Container Fluid for Full Width Container. Kann man sich dann selber durchlesen, ja, wie das aufgebaut ist. Ich erkläre jetzt nur mal, wie sich das so anfühlt im Allgemeinen. Responsive bedeutet, es wird irgendwann mal ein Unterschied gemacht, wie zu welchem Zeitpunkt Inhalte nicht mehr sinnvoll dargestellt werden können und deswegen ein Sprung, also da muss jetzt irgendwas passieren, weil wenn man sich das vorstellt, dass das alles bei mir im hochformatigen, auf dem hochformatigen Handy genauso dargestellt werden sollte, das wird nicht hinhauen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass man das unterscheidet. Breakpoint, nämlich zum Beispiel, das sind Media Queries, das ist der nächste leitende, also wichtige Begriff, den Sie sehen, Media Query. Hier kann man mit den Media Queries kann man unterscheiden, innerhalb dieses Media Queries greifen Elemente, also da kann man wieder auf Klassen und auf Selektoren einfach da hineinschreiben, die wirken aber nur, wenn die Mindestbreite in dem Fall 576 Pixel ist. Alles darunter wird vom Browser ignoriert.
Also sollte ich auf einem Miniscreen unterwegs sein, werden alle diese CSS-Selektoren und Eigenschaften und so weiter und so fort, alles was innerhalb dieser geschwungenen Klammer ist, wird ignoriert. Geschwungene Klammer ist auch jedem ein Begriff. Bitte fragt, wenn ihr irgendwas nicht wisst. Gell? Ich rede einfach so lockig-flockig dahin. Ein bisschen was nehme ich an. Wissen die meisten, ja. Und da geht es weiter. Das ist allgemein, deswegen sage ich noch einmal, mobile first, ja. Man handelt sich da schon langsam rauf. Und das sind die zum Schluss 1200 Pixel Breite. Ja, mein Monitor hat 1600 Pixel Breite. Das sind die nur noch auf meinen, nur noch für mich gelten. Ja. Eine Frage dazu. Das hat aber dann zur Konsequenz, vor allem wenn man in einer Gruppe von Leuten ist, die alle ein mobiles Gerät haben, dass jeder auf seinem mobilen Gerät diese Seite ganz anders sieht. Weil die einen haben ein High-Density-Display, die anderen haben ein ganz simples mit 760 Punkten vielleicht noch. Ja. Ja. Und das schaut dann alles immer ganz anders aus, wenn man darüber redet. Das ist die Herausforderung von einem Webdesigner, genau. Ich mache mir keine Sorgen mehr, ob das jetzt ein iPhone 7 oder was auch immer der Fall ist. Ich entscheide nur noch, wenn du eine Auflösung hast von so und so viel. Aber Achtung, jetzt gibt es noch die Unterscheidung, das haben wir uns auch schon mal angeschaut. Wie wisst ihr, das neue iPhone und das iPhone 8 und so weiter, die haben super geile Auflösungen von 2500 mal irgendwas. Trotzdem kann ich dann eine Media Query eingeben, wo die Pixeldichte abgemessen wird. Also da geht es ja nicht mehr darum, dass er 72... Ich finde das vor allem ein Problem in dem Bereich, wo sie semi-professionelle Apps haben für größere Gruppen, ne? Für Firmen oder für Vereine, und hat jeder dann auf seinem Display was ganz anderes. Ja, wenn man das ernsthaft betreiben möchte, dann ist es super aufwendig. Ich weiß das. Aber auch von der Bedienung her, von der Einschulung in eine komplexere Oberfläche dann zum Beispiel. Ne? Weil dann bestimmte Bedienelemente, bestimmte Grafikelemente auf der Seite gar nicht sichtbar sein. Das... Unter Umständen. Ja, ich brauche als Webdesigner, für jede Unterscheidung, muss ich natürlich, wenn ich die Unterscheidung treffen möchte, dann muss ich sie auch überprüfen können, weil sonst bringt es überhaupt nicht. Ja, schon. Ja. Also ich brauche wahrscheinlich da ein Handy, ein Tablet, und da brauche ich noch irgendwas. Aber 972. Ich meine jetzt von der anderen Seite, ja? Wenn ich jetzt in einer Gruppe bin und Interesse habe, dass diese Gruppe eine bestimmte Applikation, eine Browser-Applikation, eine Webseite einheitlich verdienen hat, dann müssen die auch einheitliche Geräte haben, weil sonst hat jeder eine ganz andere Anzeige. Ne? Ja. Das ist das Problem, das muss ich Die haben eine ultra geile Auflösung, und da würden eigentlich diese für den Desktop-PC geschriebenen CSS-Eigenschaften, die ja hier stehen, jetzt mit Minimum Width 1200, würden ja greifen alle standardmäßig. Aber das wäre nicht mehr lesbar, genau. Dann würde er diese Seite, so wie sie hier ist, würde er am iPhone einfach darstellen. Aber das kann man nicht mehr lesen. Deswegen gibt es jetzt noch mehrere Unterscheidungen. Jetzt muss ich schauen, irgendwo weiter unten wird es dann möglicherweise sein. Okay, zeigt er mir nicht. Es gibt einen Pixeldichte. Moment. No. Anzahl der Bildpunkte pro Entfernung, da ist es länger einhalten. Pixel Ratio 2, glaube ich, ist es. Das ist für die Retina Displays. Genau. Das ist das Media Query für die DPI. 192 DPI zum Beispiel. Ja? Dots per Inch. Das kennt man vielleicht aus der Druckbranche. Ihr wisst, euer Bildschirm ist in Pixel angeordnet und ein Inch ist 2,54 cm, also wie viele Pixel auf 2,54 cm dargestellt werden. Und so ein super High-Density iPhone hat eine unglaublich hohe Pixeldichte. Das kann man damit herausfinden. Ja? Es gibt für alles eine Media Query, wollte ich damit nur sagen. Das ist die Unterscheidung, wenn man das... Ja? Diese Pixeldichte für irgendjemanden einen Sinn wie mich, der da diese Augengläser braucht und das dann auch wieder nicht sieht.
Wie bitte? Ich verstehe es nicht. Pixeldichte. Pixeldichte. Die Pixeldichte. Dafür, damit es das dann sieht. Wenn du diese, mit der Pixeldichte, die auf einem großen Bildschirm die auf einem großen Bildschirm anders ausschaut als auf einem kleinen Bildschirm, ja, dann wird bei dir der Inhalt ausgeblendet, weil sonst brauchst du ein Mikroskop, dass du das ausschauen kannst. Nein, weil noch einmal, dieses... Den Sinn dieser Pixeldichte, die wir haben. Warum man solche Schirme hat? Ja, damit Bilder zum Beispiel extrem scharf werden. Oder damit es wertschnell die Darstellung kann. Die Schärfe gar nicht unterscheiden mit diesem Drehbuch. Stopp, ich muss zurück. Das hat mit CSS... Das wird aufgeblendet, dann siehst du das gar nicht. Das ist eine andere Diskussion, die hat mit CSS nichts zu tun. Ja, weil ich weiß schon. Aber grundsätzlich, was soll das für einen Sinn? So, da haben wir, ich darf gleich Werbung machen. Na Moment, das ist eine Seite, die ich mit Bootstrap gebaut habe. Ich gehe mal kurz, ich schaue mir das kurz mal an, wann diese Breakpoints sind. Und das ist ganz einfach, ich brauche mir das nur zusammenschieben. Was passiert? Man sieht es automatisch. Irgendwann mal wird es mich schimpfen und sagen, okay, da hat er nicht gut gearbeitet. So, jetzt gibt es einen Sprung. Vielleicht gibt es vorher auch einen Sprung. Ja, da hat es einen Sprung gegeben. Na, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Oh ja, hier hat es einen Sprung gegeben. Da ist weniger. So, und jetzt hat bei dem ersten Sprung passiert nicht viel. Das Einzige ist nur, dass es immer lesbar ist in erster Linie. Ja. Es soll jeder die Möglichkeit haben, diese Website zu betrachten. Nicht, dass ich Leute ausschließe. Ich habe mir jetzt sagen lassen vom Sozialministerium, wenn Sie Ihre Website nicht, also die auch vor allem Gemeinden und öffentliche, also Government-Webseiten, dass die Leute nicht ausschließen dürfen von ihren Services. Wird irgendeine Gesetzesnovelle kommen, aber wie weit das... So. Ist schon da, ja, jetzt wird es noch. Natürlich, die müssen sich dran halten. So, was haben wir da jetzt? Jetzt habe ich zum Beispiel, das ist dieser schöne Button, der für meine Mobile-Seiten, das ist übrigens eine WordPress-Seite, ja, ihr seht, die liegt auch am Club Computer Server von meinem zweiten Verein, Ferdinand de Casani, ist Ihnen vielleicht noch ein Name, ein Begriff. Ja. Jetzt haben wir hier eine Suchleiste, die in dem dargestellt wird, allerdings hier nicht dargestellt wird. Die wird nämlich dann da unten dargestellt. Ich kann, ja, okay, jetzt können Sie mich schimpfen, gell, das ist ganz schier da unten zusammengefallen. So, ja, nobody's perfect. Wir haben da herunten die Webseite. Ich kann zum Beispiel aufgrund von Media Queries entscheiden, welche zum Beispiel über Display:None kann ich Elemente einfach nicht darstellen oder Bilder nicht darstellen oder jetzt Bilder darstellen oder jetzt Elemente darstellen. Ich kann sie wirklich rausnehmen, komplett aus dem Design. Sie sind zwar im HTML im Hintergrund drinnen, aber sie werden über Display:None oder Visibility Hidden werden sie nicht im Browser angezeigt. Zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Fall. Ja, ich habe auch hier im... Ja. So. Das ist auch dieses Menü, dieses nette, was ich da zuerst gesehen habe, das rechts. Dieses Menü, okay, das ist jetzt super schön alles. Gottes Willen, ja. Das wird auch nicht mehr angezeigt. Weil die Webseite nur noch, ich habe nicht mehr gewusst, wo ich es hintun soll, deswegen wird die Webseite nur noch so angezeigt, einfach zum Runterscrollen, fertig, Ausschluss passt da. Sie ist für jeden noch immer navigierbar, ist vielleicht nicht mehr das Schönste, aber besser als gar nichts oder besser als so. So, das wollten wir uns einmal so am Rande. Ja. Also noch einmal die Vorteile eines CSS-Frameworks. Ich mache das da unten wieder zu. Das CSS-Framework bietet mir für die Struktur, also das Grid, nennen wir es Raster, also diese Webseite hier, die ist bereits vollständig mit Bootstrap natürlich aufgebaut. Die haben beschrieben, standardmäßig mal, wenn eine H2, egal welche H2 daherkommt und wo die drinnen steht, wenn sie nicht besonders mit irgendwelchen Styles versehen ist, dann wird diese H2 immer gleich ausschauen und diese H1 wird immer gleich ausschauen
und so weiter und so fort. Also man kann nicht mehr so viel falsch machen, wenn CSS ordentlich gestaltet ist. Also global CSS halten, wenig Design-Sachen in den Content hineinpacken. Was ich damit meine, vielleicht zur Sicherheit, wiederhole ich mich da, aber ich meine das hier, das ist das Attribut Style, das ist für jedes HTML-Element darf ich ein Attribut Style vergeben und das hat jetzt irgendwelche Eigenschaften, zum Beispiel Color, das ist eine CSS-Eigenschaft, die gültig ist, Green. Schauen wir mal, vielleicht kann er das. Jetzt würde das grün werden müssen. Ja, Glück gehabt. Das will ich nicht. Ja. Das ist alles unnötig, weil das interessiert eh niemanden. Außerdem so schönes Grün eh nicht und überhaupt. Aber das sind Sachen, die meistens aus dem Word kommen. Dass dann irgendwelche Sachen da drinnen stehen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter, damit ihr wisst. Font, Size, Doppelpunkt, 14 Pixel. Wenn das daherkommt, übrigens, jede CSS-Eigenschaft muss man mit einem Semikolon abtrennen von der vorigen, ja, immer abschließen. 14 Pixel, plötzlich kommt das dort so daher. Das ist nicht sinnvoll, dass man, das kann man sich einfach sparen. Ja? Na gut. Also, Design global in ein getrenntes CSS-File packen und wirklich den Inhalt vom Design trennen. Dann danken Sie Ihnen alle, das Ganze ist barrierefrei und alle, sogar die Roboter und alle haben Spaß und es ist weniger zum Übertragen, weniger Text, weniger sonst irgendwas. Außerdem werden Sie narrisch, wenn Sie jedes Element speziell beschreiben müssen. Das ist nicht möglich. Außerdem, wenn Sie eins umstellen, na, dann viel Spaß, wenn Sie die anderen auch umstellen müssen. Deswegen einmal global beschreiben und immer darauf Zugriff haben. Und das ist das, was Bootstrap bietet. So auf den Punkt gebracht. Ist das jedem klar? Grundsätzlich. Das ist ein anderes CMS, ja, das gibt es noch. Ich empfehle ich aber für Newbies nicht. Ich habe sicher. Ja, das ist, wenn Sie mit WordPress anfangen, ist das Einfachste wahrscheinlich von all denen, die am Markt sind. Aber Typo 3 ist neben Drupal sicher das Komplexere. Na gut, jetzt gehen wir noch einmal her. Jetzt wollen wir die Struktur, also das Grid, den Raster weiter aufbauen. Wir haben hier innerhalb, also jetzt haben wir mal das Ganze, dass wir wissen, Fluid heißt, dass Elemente 1 oben, das nächste, wir, und alle Elemente innerhalb von einem Fluid, also von einem Container-Element, müssen ein Row-Element sein. Das heißt, ein Child-Element, bitte, Child-Element ist jedem klar, von einem HTML, das hat Kinder. Elemente. Der HTML-Baum auch jeden klar, nehme ich an. Alles, was dem untergeordnet ist, ist ein Child von dem Body-Element. Oder noch das höchste ist das HTML-Element. Also alle Child-Elements von Container, ich mache das jetzt einmal zu, damit klar ist, was gemeint ist. Ja. Ist das jetzt wie WordPress so ein System? Nein. Bootstrap ist nur das Design Framework, das CSS-Framework, auf das extern ausgelagert ist und das beschreibt mir die HTML-Elemente, das Design betreffend. Bootstrap bietet mir für Klassen, also bietet mir solche Sachen da wieder rechts herüben, ja. CSS-Eigenschaften, die in Klassen und so weiter und so fort strukturiert sind, wo ich dann mit meinem HTML, wenn ich dann später in die Webseite gehe, dann zeige ich es nochmal her, die automatisch greifen. Ich brauche nur noch Klassen vergeben auf die HTML-Elemente. Ich muss natürlich wissen, welche Klassen mir Bootstrap zur Verfügung stellt, damit ich diese Klassen auch verwenden kann. Aber gibt es alles, es gibt diese wunderschöne. Das kann ich zum Beispiel auch in mein WordPress einbauen, im HTML-Gewein, zum Beispiel was Bootstrap mir für vorschlägt, für Responsive-Bild, das gebe ich im HTML ein. Ja,
Voraussetzung. Greift der auch ja, automatisch auf dieses Bootstrap zu, sozusagen, auf die Klasse vom Bootstrap. Ja, Voraussetzung dazu ist, dass man, dass man jetzt, die Klassen sind jetzt in einer eigenen Datei, also diese ganzen CSS-Beschreibungen sind in einer eigenen Datei ausgelagert. In diesem Fall ist diese Datei eingebettet ins HTML, das mache ich im Bereich des Headers, und diese Datei ist das. Wenn der Browser über diese Datei weiß, dass diese CSS-Datei existiert, dann der weiß, was er damit machen soll. Da steht nämlich Rails gleich Style-Sheet und so weiter und so fort. Das ist alles Design. Und er hat Zugriff auf diese Datei. Und wenn ich mir jetzt ein Element hier anschaue, Element untersuchen, dann kommt es über das daher. Das ist nämlich in dem, diese ganzen CSS-Beschreibungen sind in Bootstrap-File, im Bootstrap-CSS-File ausgelagert und ich kann ihm auch sagen, schalt's aus, dann ist diese Webseite überhaupt ganz nackig. Roman, verstehe ich das richtig? Bootstrap kann in WordPress ja, eingebaut sein? Hat mit oder WordPress selbst nichts zu tun. Verstehe ich das so? Ja, es gibt ein... Das ist die Frage. Es gibt ein eigenes, und jetzt schon langsam komme ich dorthin, es gibt ein Blank Bootstrap Theme, das ja, WordPress Bootstrap Theme Blank Bootstrap Theme, das, dieses hier habe ich installiert hier, ich komme gleich dazu. Zum WordPress dazu. Das ist ein Blank Theme, das ist ein WordPress Theme. Ein Theme ist eine Vorlage, ein Template, eine Beschreibung. Die View, die Ansicht nach außen hin. Ja. Der Content, das ist das, was in der Datenbank oder sonst irgendwo versteckt ist, wird durch den Controller, jetzt sind wir beim MVC, nach vorne gegeben, an die View gereicht und die View ist nur noch der Presentation Layer. Wenn euch das irgendwas sagt, Präsentation des Inhalts durch. Ich kann auch Inhalte weglassen, wenn ich das im Template nicht vorgesehen habe, dass zum Beispiel, weiß nicht, der Footer ausgespuckt wird oder dass irgendwelche Menüs ausgespuckt werden, dann passiert das auch nicht. Im Hintergrund gibt es in einer Datenbank diese Möglichkeiten und diese Inhalte alle. Ist gut aufgebaut, gut strukturell, aber wenn ich es nicht nach vorne gereicht bekomme oder wenn ich es nach vorne nicht abfrage, das geht über PHP, dann brauchen wir das. Dann wird das nicht dargestellt. Also mit CSS kann ich ja auch selber in Editoren machen. Also was ist jetzt der Vorteil von diesem Bootstrap? Bootstrap ist, ja, Sie können das eh machen, ja. Aber Bootstrap bietet schon einmal von Haus aus so viel. Ist es ein Programm, das mich unterstützt mit Das ist kein Programm. Mit der Sammlung oder ist es bloß eine Sammlung? Es ist eine Sammlung, es ist eine Bibliothek. Eine Bibliothek von Vorlagen, die mir zur Verfügung stellen, mit denen ich arbeiten kann. Diese Vorlagen, CSS-Vorlagen, Eigenschaften, greifen auf, man muss sich natürlich an gewisse Konventionen halten, aber wenn man sich an diese Konventionen hält, dann ist man, wenn man das sieht, beim ersten Mal ist es nicht einfach, man muss sich nämlich hineinarbeiten, man muss das erst einmal verstehen, beim dritten Mal ist es bereits, bin ich mit Bootstrap eine Seite zu bauen, mindestens um den Faktor 5 schneller. Wenn ich gesetzte Fall, wir beginnen immer bei 0. Da muss man ja gegenüberstellen, dass ich mir sonst ja diese Vorlagen selber bauen müsste. Das braucht dann unendlich viel mehr. Ja. Ja, also so gesehen ist das immer. Das Bootstrap-Paket, ist das etwas, was ich mir aus dem Internet lade oder muss ich das auf dem eigenen Rechner speichern? Hier, Download. Ja. Ich kann es natürlich auf meinen eigenen Rechner speichern, habe ich in diesem Fall gemacht. Ich kann aber auch, und die sind so nett, da gibt es einen Content, es gibt ein Content Development, also Delivery Network, Entschuldigung, CDN, Max, oder so irgendwie heißt das, Max CDN und so weiter, die stellen mir jQuery in bestimmten Versionen zur Verfügung, jQuery, Bootstrap, CSS und so weiter und so fort. In dem Fall, also zum Beispiel hier, wo ist es? Link.
das ist direkt, das steht direkt am gleichen Server. Nein, in dem Fall, das ist ein anderes. Genau. Das hier, wenn das so mit einem Slash ohne irgendeinen HTTP steht es am gleichen Server, blendet ihm das dann unten eh ein, wo diese Datei liegt. In dem Fall liegt es genau dort, wo auch der Rest der Webseite liegt. Auf der gleichen Domain, im gleichen Ordner möglicherweise. Hier, das kommt von woanders. Das kommt, wird über diese Webseite zur Verfügung gestellt. Ich kann mir natürlich auch vom Standard das CSS nehmen oder von der Presse oder von orf.at und kann mit diesem Style-Sheet arbeiten. Wie stabil sind eigentlich diese Bootstrap-Versionen? Ich habe keine Schwierigkeiten damit gehabt bis jetzt. Nein, weil ich nur frage, wenn man es jetzt verwendet und dann wird irgendwas geändert, wenn es zentral abgelegt ist im Internet. Das ist die Dateien werden nicht gelöscht, die bleiben weiter bestehen. Sie heißen dann... Das heißt, der Name bleibt bestehen und dann kommt eine Version zum Anklicken. Ja, genau. Das ist sehr vernünftig. Auch wie jQuery 1.10. Irgendwas. Bleibt das heißt, wenn so. Was geändert wird und man hat nur die alte Version, dann wird die neue Datei. Die neue Datei überschreibt, also die sind, glaube ich, ziemlich auf Zack und die hauen wir nicht irgendwas zusammen. Okay. Und meistens ist das so, gerade bei JavaScript-Geschichten, dass das oft rückwärtskompatibel ist, außer sie machen eine komplett neue Version, 2.0 okay. oder so irgendwas. Dann, okay, dann ist aber eh schon klar, dass das jetzt nicht mehr in der Form weiterverwenden kann. Übrigens, wir sind bei PHP 7, gell? Wir sind noch bei 5, aber mittlerweile gibt es PHP 7. Und da werden nicht mehr alle PHP 5 Funktionsnamen und so weiter, also Variablen, Fix und so weiter vorgestellt. Okay, wieder zurück zu Bootstrap. Ich habe hier jetzt mir eine Website, eine WordPress-Website bei mir am Localhost, also WAMP sagt was, Windows, Apache, MySQL, PHP, ein lokaler Server für mich zum Entwickeln aufgesetzt. Überhaupt gehört es zum guten Ton, einmal die Webs, das Ganze bei sich zu Hause einmal zum Laufen zu bringen, damit es einmal schön ausschaut und nicht dauernd den Webserver damit zu beschäftigen, weil das geht denen auch am Nerv, wenn ich da 17 mal F5 drücke, damit ich da die Aktualisierungen, die Design-Aktualisierungen in mir anschauen kann. Außerdem ist das zum Entwickeln auch immer sehr mühsam. Also einmal zu Hause mal beginnen, starten und wenn das Ganze mal reif ist, dass ich es einmal hochlade, dann genau. Nachdem... Ja, jetzt wollte ich noch ein kleines Konzept vorstellen. Ich weiß, uns geht die Zeit aus. CSS ist super mühsam zum Schreiben und zum Lesen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich zum Entwickeln, da muss ich sehr viel redundante Information, immer wieder das Gleiche schreiben, damit ich irgendwo hinkomme. Ich zeige mal kurz her, was ich meine. Hier wahrscheinlich... So, das ist jetzt wunderbar. Geht's größer? Ja, gleich. Vor allem geht es ein bisschen strukturierter. Okay, der kann das nicht, ich mache das hier. Ja, weil er den Dateinamen nicht hat, ich weiß eh. Aber jetzt
Das ist CSS. Das ist das CSS aus... Ja, mache ich es überhaupt nicht so? Also es ist ganz klar, das ist ein ganz netter Editor, der mich unterstützt beim Lesen. Das ist, sind Elemente, das ist, da haben wir gleich alles drinnen, da sind die Beschreibungen, also Klammer auf, Klammer zu, da wird irgendwas importiert, nämlich eine Schrift von Google. Google ist so freundlich und stellt uns ganz viele schöne Schriften zur Verfügung. Hier diverse CSS-Elemente und hier gleich die Eigenschaften, die Attributes dazu. Ja. Zack, Color, Font Size, das ist alles valide. Hat irgendwann mal funktioniert. Und jetzt müsste ich, da haben wir schon das erste Media Query und das ist nur für, also hier Body, irgendwas, nur für diese. Also da möchte ich, dass hier irgendwas bis zu einer bestimmten Größe nicht dargestellt wird, bedeutet das, grob gesagt. Ja, nämlich dieses Element hier sollte nicht dargestellt werden, ja, weil Media Screen and Max Width, also maximale Bildschirmbreite, diese hier, und dann dieses Element, Display Name. Aber das ist ja, okay, das ist ja... Es wird nicht dargestellt, wenn die maximale Breite größer ist. Maximum bis zum Max Width 768 wird das nicht dargestellt. Ja? Das ist genau logisch. Also wenn ich möchte, dass es greift, dann muss ich Min Width, also das ist eine Bedingung hier in der Klammer. Wenn ich Min Width habe, dann wird es dargestellt, wenn es größer ist. Ja, genau. Und da wird es nur dargestellt, wenn es kleiner ist als diese Auflösung. Okay. Also ihr seht, da ergeben sich so irre lange Geschichten mit, also nämlich das ist ein HTML-Element, das ist ein HTML5-Element mit der Klasse Navbar. Alle anderen Header-Elemente, die nicht dieses diese CSS-Klasse dazu haben, sind damit nicht gemeint. Dann ein Kind-Element von Header mit dieser Klasse hier. Und wieder ein Kind-Element und so weiter. Und zum Schluss, also das ist gemeint. Ja? Und dieses Image muss, das sind die Voraussetzungen, es muss ein Kind-Element von, es werden alle Images grundsätzlich gemeint, die irgendwann einmal ein Kind-Element von diesem Element sind, die irgendwann einmal ein Kind-Element von dem und irgendwann einmal ein Kind-Element von dem und so weiter. Ja? Und das Ganze schreibe ich da oben auch her. Dieser Teil hier ist redundant. Redundant heißt, es ist doppelt, gemoppelt und sinnlos, weil und so weiter und so fort. Es ist nicht gut zum Lesen und es ist super mühsam. Jetzt, Moment, zeige ich euch ein kleines Upgrade zu CSS, das heißt nämlich SCSS, falls das schon jemand gehört hat. Das ist hopp. Die lesbare Version von dem CSS. Kurz der Unterschied, wir sind hier SASS, Style SCSS. Das ist SCSS. Schaut so ähnlich aus wie CSS, weil nämlich das ist CSS-kompatibel. Wenn man CSS kann, man kann es einfach schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Bitte? Der Browser interpretiert das dann auch sofort, richtig? Nein, das wird serverseitig wird das SCSS auf CSS umgewandelt. Das mache ich aber bitte nur einmal. Das, ja, weil sonst jedes Mal bei jedem Seitenaufruf, egal, wenn da 70.000 Leute pro Tag auf diese Seite gehen, dann würde das jedes Mal neu kompilieren. Kompilieren heißt das Konvertieren auf CSS. Browser kann nur CSS lesen. Vielleicht immer später. Es gibt das .less, das würde dann sehr kleinseitig funktionieren. Dann macht das JavaScript. Das lassen wir überhaupt gleich ganz weg, weil das ist super rechenintensiv. Davon kommt man ab. Also SASS-SCSS ist das Aktuelle. Der Unterschied, so jetzt schauen wir uns das nochmal an, wo sind wir da gewesen? Das ist im Prinzip das Gleiche. So, wir sind Body, Header, Navbar und so weiter. Also Body, Header, Navbar, das heißt nested. Wir haben hier ein Hauptelement Body, das ist das hier.
das, da geht es jetzt einmal auf und irgendwann mal geht das wieder zu. Und ich bin ein Strukturierfuchs oder Nerd, ich habe das gerne, wenn das ordentlich eingerückt ist. Da geht nämlich unten der Body wieder zu. Und alles, was innerhalb dessen ist, würde mir das CSS gleich einmal überall Body hinschreiben. Deswegen schaut das auch so aus. Es steht nämlich überall, und jetzt scroll ich mal nach ganz nach unten, es steht überall Body. Das ist das Konvertierte. Weil es dann wurscht ist, ja, für mich. Aber hier, für mich, zum der Übersicht halber, ist das HTML, sogar HTML-Body, ja, um da genau zu sein. Zwischenfrage, ist das Body nicht irgendwie redundant? Weil wir alle sind Body drin. Ich schreibe es aber nur einmal hin. Gut. Im SCSS-Code. Ich hätte es weglassen lassen. Du kannst das weglassen, allerdings, ich habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich, jetzt, das war meine erste Bootstrap-Seite, by the way, deswegen ist die noch nicht so schön, damit ihr gleich seht, wie man es, ja, vielleicht ärgere ich mich dann selber wahrscheinlich, wenn ich das jetzt ein bisschen sehe, aber es ist sicher nicht das Schönste. Das ist meine erste Geschichte gewesen. Ja. Also im Prinzip, was hat er gesagt? Ja, ja, das ist super. Also, schier. Das Violette, das soll man, also das würde, nein, das würde ich keinesfalls mehr so machen. Bitte, ja, so nicht. Ja. Ach so, du, grün wäre da lieber, gell? Open Song, ja. Also kann man die Lieder aber sicher einstellen? Wahrscheinlich, er würde wahrscheinlich alles grün machen, kennt ihn überhaupt nicht mehr aus. Na gut, aber worauf möchte ich hinaus? Im Prinzip, das sind, also jetzt innerhalb von Body, ja, das ist das, was auf Body wirkt, was nämlich wirklich unmittelbar, das kennen wir vom CSS schon, das wirkt nur auf Body itself. Und dann unterscheiden wir hier mit den Media Queries, um schön zu sprechen, die alles, was jetzt nicht grundsätzlich gilt, sondern was zumindest eine und so weiter und so fort. Ja. Ich mache etwas, was grundsätzlich gilt und dann etwas, was abhängig von Browserbreite und so weiter und so fort. Ja. Ich kann da auch gleich ein bisschen mehr hineinpacken und so. Ja. Ja, da habe ich einen 404 auch dabei, eine Klasse mit nämlich, ja, so, jetzt sind wir schon beim ersten, warum mir das so taugt. Jetzt kann ich einfach Body und Klassen. Ja? Ich kann hier sagen, wenn das Body-Element zumindest diese Klasse PageID 29, okay, sinnvollerweise habe ich es mir gleich notiert, das ist die Startseite drinnen hat. Also es ist klar, was damit gemeint ist. Ein Body mit einer bestimmten Klasse, ja, das, mit diesem und mache ich das. Achtung bitte, das ist jetzt SCSS, ja. Das ist nicht mehr CSS. Wenn das wenn es dieses Add dabei hat, dann ist das eine zusätzliche Bedingung. Ja, und dann alles, was eingerückt ist, ja, da beginnt es wieder, das ist der Content für dieses Page-ID. Und da innerhalb dessen alle Elemente mit Klasse Entry-Content und innerhalb dessen wieder alle Elemente mit Row und so weiter. Ja. Hat irgendwann einen Grund gehabt, wieso ich das genauso gemacht habe, ich weiß es nicht. Man könnte theoretisch das alles weglassen, wahrscheinlich. Ich lasse jetzt so. Ja. Nur Frage, ja. Auf der Ebene jetzt, das Design im Entwurfsmodus so weit zu überprüfen, dass man die prozentuellen Breiten von bestimmten Eingabefeldern, von bestimmten Ausgabefenstern und solche Dinge richtig über die Seite verteilt, ist ja praktisch unmöglich. Oh ja. Sie brauchen ja da eine grafische Oberfläche, in der Sie das entsprechen. Das wird bezahlt. Ja, ich muss das mit meinem Browser arbeiten, das ist möglich. Ja, schon, aber... Formulare, das ist ja Arbeit, die in die Steinzeit des Programmentwurfs erinnert. Formulare sind sowieso eine schwierige Sache. Ja, also wir sagen jetzt, ich meine, das ist jetzt einmal... So, das ist so dazwischen, ja. Ich weiß, dass man mit Entwicklungswerkzeugen eher ist, aber das sind vielleicht schon zwei Rechte. Ja. Aber wie auch immer. Ich wollte jetzt nur mal kurz herzeigen. Das SCSS, das stellt mir das Bootstrap zur Verfügung. Bootstrap stellt SCSS-Klassen zur Verfügung und ich kann mit SCSS einfach, ich kann das übernehmen, hole, und kann damit da schießen. Ich kann ein paar gleich. Das ist die. Genau so gehört das ausgedrückt. Da hat sich schon angepasst. Was kommt vom Bootstrap?
Bootstrap daher, das alles stellt mir Bootstrap zur Verfügung. Das ist irre viel. Das geht vom Grid. Hier, da schauen wir mal da rein, was das ist. Okay, das ist schön strukturiert, aber das kann irgendetwas. Ja, stellt mir bestimmte Klassen zur Verfügung. Da gibt es für Forms, ich sage nur mal, wie viele Zeilen das sind, ja, 618 Zeilen, und wenn Sie das dann auflösen in richtiges CSS, wie ich es Ihnen da drüben gezeigt habe, dann wird das, also ich habe hier das umgewandelte CSS 1105 Zeichen, bitte Entschuldigung, das ist das SCSS, hier das CSS, wie viele Zeilen haben das wirklich? 1257 und hier das C, das hat, naja, 1105. Aber es ist ein bisschen übersichtlicher. Weil ich ja die geschwungene Klammer auf und zu machen muss, noch immer weiterhin. Ja. Also, ist einziger Vorteil, übersichtlicher. Ich erspare mir sehr viel Arbeit. Ich muss nicht alles doppelt und dreifach wiederholen. Und jetzt kommt's, was ich ja auch nicht sinnvoll gemacht habe, aber ich wusste es damals noch nicht besser, ich kann Variablen definieren. Ich kann an einer Stelle Variablen, zum Beispiel eine, also ich kann es wirklich nennen, Background Color, die Variable, ja, so. Und kann diese Variable im Vorfeld irgendwo mit, wer programmieren kann, wird es eh wissen, was damit gemeint ist, kann man diese Variable definieren, und der CSS-Compiler wandelt mir da einfach das um und schreibt mir auf CSS dann genau das raus. Sprich, ich muss dann nicht irgendwo 70.000 Mal dieses Suchen ersetzen, sondern ich mache es genau einmal und erspare mir sehr viel Arbeit. Ja. Was ist das für ein hübscher Editor? Das ist der Atom Editor. Atom, ihr kennt wahrscheinlich den Visual Editor, Visual Code, wie heißt das? Ja. Microsoft? Ja, wahrscheinlich Studio. Visual Studio Code. Studio Code. Studio Code. In Blend ist das da drin bei Visual Studio. Ich verstehe nicht. Blend heißt das, glaube ich, so Franz. Nein, Visual Studio Code. Visual Studio Code ist das, glaube ich, was der Franz herzeigt hat, basiert auf dem Atom Editor. Das ist die. Ja, das ist im Prinzip das gleiche in Zuckerrosa. Dogma, weil ich da eine Beauty und so weiter und so fort. Das führt alles zu weit, wir wollen bei SCSS und CSS bleiben. So, jetzt gehen wir nochmal zur Seite. Jetzt will ich endlich mal diese Seite angreifen, da, weil sonst das ist ja so fad. Ja, okay, es gibt ein. Noch vorweg, noch ein. Bevor ich SCSS verwenden kann, ich habe der ganze Laptop ist nur auf Programmieren vorbereitet, da ist dann Node.js und Python und Ruby und das ist was alles installiert. Das habe ich am Anfang alles nicht gehabt. Das einzurichten ist ein Wahnsinn, ist ein Horror gewesen. Das wollte ich mir am Anfang nicht antun. Jetzt funktioniert das alles, ich kann mit dem Node Package Manager, das sind super geile Sachen, ich drücke nur noch auf Speichern und aktualisiere die Seiten, ohne dass ich selber auf F5 drücken muss. Ich habe mir hier drei Displays aufgestellt, ein Tablet, ein Smartphone, ich drücke auf Speichern im Hintergrund, NPM Abstand Watch, Run Abstand Watch, und der schaut mir immer nur nach, wenn eine Datei verändert wird, sofort Browser Injection mit JavaScript und der macht mal alles. Wunderschön. Also zum Entwickeln ist das, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Es gibt von WordPress ein Modul, das heißt WPSCSS. Da kann man muss sich halt damit auseinandersetzen. Man kann hier serverseitig PHP kompilieren. Deswegen, also wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gefragt, was ist mit ihm los, wieso zeigt er uns das SCSS. Aber das ist die Möglichkeit, dass Sie SCSS verwenden können, ohne dass Sie sich einen Computer komplett zusammenhauen müssen. Ja. Viel Spaß für alle, die das können. Die können sich den Computer auch gleich so einrichten und überhaupt mit Docker und ich weiß nicht was allem. Und ja, aber das ist super. WordPress SCSS bietet. Man muss ihm nur sagen, wo der Ordner ist. Dann CSS Location. Ihr wisst wahrscheinlich, WordPress braucht im Hauptverzeichnis vom Theme die Datei style.css. Es gibt andere, das Foundation-Theme, das braucht es überhaupt nicht mehr, aber es braucht
das Team selbst braucht es trotzdem, auch wenn es sinnlos ist. Genau, hier gibt es noch, Achtung, so leicht sind wir nicht durch, noch eine zusätzliche Einstellung. Es gibt im WordPress, wo sind wir da jetzt? Das ist das Richtige. Ich mache das jetzt zu, ja. CSS vergessen wir ab heute. Ja? Braucht keiner mehr verwenden. Es gibt hier im Haupt, also das ist jetzt der Theme-Ordner, ja? falls ihr euch wundert, da gibt es ein CSS, falls das noch irgendwer verwenden möchte, und ein SCSS. Das ist das gleiche in Zuckerrosa, nur ein bisschen anders strukturiert. Ja? Gibt es hier eine Datei functions.php. Es gibt eine Datei bootstrap.css, da sind die ganzen Bootstrap-Klassen drinnen. Ja? Viel Spaß beim Lesen. Es gibt eine comments.php, das sind die Kommentare zu den Blogs. Vielleicht weiß ich, ob der Franz das erklärt hat, was das alles ist. Das ist diese Datei und dieser Aufbau hier herinnen ist Theme-abhängig. Das kann von Theme zu Theme sich unterscheiden. Im Standard-WordPress-Theme ist das natürlich sehr ähnlich. Also ich kenne die Index.php, mir fehlt jetzt noch eine Page.php, die müsste ich noch erstellen. Aber sonst, wenn es die Page.php nicht gibt, dann geht er immer in die Index.php. Das ist der Backfall, oder wie sagt man? Ja. Fallback, genau umgekehrt nämlich. Ja. Und da steht drinnen, was alles passiert. Get Header, baut er sich da den Header ein und so weiter und so fort. Außerdem gibt es hier eine Functions.php, da sind einmal vom Theme alle Funktionen, wenn irgendwas ist, wird alles da hineingekaut. Unter anderem habe ich hier auch eine Function, wp-scss-set-variables, das wird auf der Modulseite von diesem WPSCSS wird das beschrieben. Hier kann man Variablen definieren, die ich hier beschreibe und an das Bootstrap, an das SCSS übergebe, und dann stehen mir im Bootstrap diese Variablen zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel gleich die Variable Fond, steht mir gleich zur Verfügung. Das schaut dann eben da herinnen so aus. Moment, Fond Color. Vielleicht habe ich das so, wobei vielleicht auch nicht. Font Color, genau. Diese Variable steht mir hier so zur Verfügung. Ja? Und so weiter. Außerdem, und das ist jetzt das Wichtige, define, das lasse ich einmal auf true, diesen Befehl. Keine Sorge, ihr kopiert das einfach von der Webseite, wo das her ist. So 1:1, das wird noch empty sein, dieser Bereich hier, aber der Bereich wird schon da sein und das ist der Wichtige. Solange es auf True ist, rekompiliert er den SCSS-Code immer auf CSS herunter. Irgendwann mal muss man da False einstellen und dann passiert das nicht mehr. Was auch wichtig ist zu wissen, die diversen Beschleuniger, SCSS-Beschleuniger, WordPress-Beschleunigungsmechanismen wie fallen mir jetzt ad hoc jetzt gerade nicht ein, ich müsste auf eine Website gehen und das anschauen. Die beschleunigen mir die Seite, solange es aktiv ist, Cache und so weiter, wird das nicht berücksichtigt werden, weil der speichert sich das alles woanders hin und ruft es dann nur noch von dort ab. Cache ist das richtige Wort, danke. Ja. So, aber jetzt kommen wir endlich einmal zum Und das ist ein Plugin, oder was ist das? Das ist ein Plugin gewesen, das ist das WPSCSS-Plugin. Ich sage gleich vorweg, easy going ist da überhaupt nichts auf der Ebene mehr. Jetzt, wenn man mit CSS anfängt, dann bitte gleich mit SCSS anfangen. Erspart man sich dann später viele Troubles. Aber wenn Sie CSS, wenn Sie die Seite, wenn Sie sich wirklich einmal sagen, boah, ich nehme mal Wochenende Zeit und mache das, bringen wir das bei, lesen wir das durch, dann sind die Erfolge natürlich schon ergiebig. Naja, da kommt man schon zumindest nicht wenig weit. Heute mal die ersten Worte dazu. Darf ich was fragen? Ich habe vorher recherchiert, es gibt jede Menge Themen, die bereits auf Bootstrap aufbauen. Ja. Inwiefern könnte man die in dem Zusammenhang dann gleich
verwenden. Ich habe hier ein Bootstrap-Theme in Verwendung. Ach, das ist es. Das ist bereits ein Bootstrap-Theme. Es gibt andere, die noch mehr schon besonders irgendwie inhaltlich oder so strukturell aufgebaut sind. Das hier ist ein komplett nackertes Theme. Nackert heißt, hier gibt es nicht einmal eine page.php im Sinne von Template. Ja. Hier gibt es genau das. Nämlich, wenn es Posts gibt, dann spuck sie mir aus, fertig. So ungefähr. Es gibt weder eine zweispaltige Geschichte, noch gibt es, weiß ich nicht, was besonders berücksichtigt. Es gibt irgendwelche Widgets zum Einbauen, vielleicht wird das werde ich schon irgendwo finden, aber ja, es gibt hier sogar eine, genau, es gibt Previous Next, also da unten diese Buttons vor zurück, wenn man auf dieser Blogseite, dass man die nächsten Beiträge und die nächsten Beiträge sich anschaut. Also so weit haben sie es. Viel mehr darüber hinaus. Ihr könnt euch andere Themes anschauen, aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr da in sowas hineingreift, also in die PHP-Dateien, dann solltet ihr zumindest wissen, was das hier, also PHP verstehen, dass das hier zum Beispiel eine Bedingung ist und so weiter. Wie man PHP auszeichnet, das sind nämlich, das ist grundsätzlich ist das alles HTML da, das seht ihr, und irgendwo zwischendrin beginnt plötzlich PHP. Aber das, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen dazu, weil es ist, das können wir uns einmal, hat mich der Franz gebeten, PHP, lassen wir weg. Mehr oder weniger, oder? Ich kann schon sagen, was das ist. Das ist eine Schleife. Solange hier Posts, also er ruft sich da mal Have Post, er ruft sich da die Posts ab. Und solange er Posts hat, also Beiträge, solange spuckt er sie aus. Als The Post. Ja? Und dann kommt es. Der Title, Content, und da wird unterschrieben. Title wird er in eine H2 einfassen. Wenn ich das hier ändere auf eine H1, dann wird es da auf der Seite auch anders darstellen. Jetzt ist das eine H2 Sample Page. Und wenn ich das da hinten umstelle auf H3 oder H4, wird es mir vorne auch anders ausspucken. Probieren wir das nur zum Beweis. Achso, Stop 1 wäre vielleicht nicht schlecht. Speichern. F5. Ja. Ich habe mir von einem Netzwerktechniker sagen lassen, die Bandbreite von so WLAN-Dings geht runter. Wenn einer drinnen ist, hat er 100% Bandbreite. Wenn zwei drinnen ist, dann wird es halbiert, die Bandbreite. Und wenn drei drinnen sind, sind es nur noch 25% Bandbreite und so weiter. So. Aber nicht nur da, sondern auch bei den Nachbarn. Da zahlt die Nachbarn auch mit. Oder die denselben Kanal verwenden. Von mir. Nein, nicht nur von WLAN, sondern das Funkland. Und ich habe wieder mehr Bandbreite. Ja, das gilt da oben. Wenn du Nachbarn so einen Funk verwendest, hast du da noch mehr Einschränkungen. Also jetzt haben wir deine H1, gell? Nur zum Beweis. Ich weiß, wir wissen jetzt, dass das die richtige Datei ist. Wenn wir was bearbeiten, dann wird das hier durchgereicht. Nur zum Verständnis. Das ist jetzt alles lokal, das kann also lokal direkt editiert werden. Unbedingt, zuerst einmal lokal. Wenn man das nicht hat, dann muss man das mit FTP wieder aufspielen. Ja, wie ihr das dann macht, das ist mir egal. Okay. Das ist super mühsam, ich zeige es kurz her, man muss wissen, was man da tut. Ich habe hier ein Remote FTP, das ist Package, das ist hier im Item Editor ein Package, das heißt Remote FTP. Hier Connect, Disconnect und so weiter und so fort. Okay, ich kann aber auch. Ich gebe kurz. Nein, da kann man gleich ein Thema für die nächste Zeit. Install WAMP Server. So, jetzt haben wir da einen WAMP Server. Ja. Ich verwende hier selbst, das ist der UWAMP. Ja. Ja, wo ist er? He's already running. Hier ist er, hopp. Show UWAMP Window. So. Wer adressiert das dann? Bitte? Ja, okay. Das ist automatisch Localhost. Wenn ich jetzt gehe auf www.site, www.folder, das ist PHP, MyAdmin, ist alles da. Sofort bei den Tools. Hier kann ich den PHP-Server einstellen, aber das ist... Ist das so ähnlich wie XAMPP? Ja. Also WAMP ist Windows, Apache, MySQL, PHP und LAMP ist Linux. Aber nachdem ich dann Windows installiert habe. Ja, und wenn ich da gehe auf www.site, dann macht er mal den Browser auf und zeigt mir alle die Projekte, die in dem speziellen Ordner installiert sind. Da alle meine Kunden, unter anderem Club Computer Bootstrap, ist ein eigenes Projekt. Und wenn ich da gehe auf www.folder, dann ist es im Prinzip das gleiche in Zuckerrosa, nur nicht über die index.php dargestellt, sondern über den Ordner.
Und so schaut das auch auf Ihrem Webserver aus, den MySQL, MyRoleForYou oder so irgendwas ähnliches. Im Prinzip ist Ihre Domain, das ist das da, .at. Das heißt schon so. Deswegen ist es immer gefährlich, wenn es irgendwie unsecure ist, dass man nämlich von dem Ordner gleich die ganzen Server überfallen kann, mitunter. Also wenn das schlecht geschützt ist. Aber ja, Netzwerktechnik, das ist eine eigene Geschichte. Und das lassen wir mal auf der Seite. So, ich mache das wieder zu, das brauche ich jetzt nicht. Ist das? Ja, passt. Passt, ja? WAMP-Server. Ja. So, jetzt wollen wir mal zumindest irgendwas wollen wir da machen, damit wir da einen Erfolg sehen. Ganz wichtig, das da unten, das ist das Tool Ihrer Wahl, wenn Sie CSS bearbeiten. Gell? Was anderes kann ich nicht empfehlen, weil da werden auch Fehler rausgeschmissen über die Konsole, wenn irgendwas kaputt ist oder so, dann wird da steht es da drinnen, wenn es da ein Rufzeichen gibt. Okay, das ist so eine kleine Mini-Wunzi-Page, da gibt es kein Rufzeichen, da werden keine Fehler dargestellt im Moment. Ja? Ist eine wunderschöne Webseite. Was wollen wir zum Beispiel machen? Wir haben diesen Inhalt hier, der ist eigentlich schon recht schön strukturiert. Wir können uns den Inhalt ein bisschen weiter, wir können, ja. Was brauchen wir? Ein Bild, ein Logo, irgendwas Tolles. Was wollen wir haben? Ich habe im Hintergrund ein Bild einmal angelegt. Wo sind wir da? Media, Library. Das werden wir uns einbauen, das eine Bild, okay? Das ist irgendein, was aus Lourdes. Das ist gut. Das ist ein super Bild, gell? Hier kann man das Bild bearbeiten auf verschiedene All Sizes, Thumbnail, All Sizes except Thumbnail und so weiter. Ich weiß nicht, irgendwo die Frage, ich kann das leider nicht besser beantworten. Ist, ja. So, das ist das Einzige, was ich zur Verfügung stehend habe. Ich gehe in den Artikel hinein, hier Edit Page, ich mache jetzt mal fast alles andere zu und laden wir dieses Bild da rein. Ich kann mir das Bild jetzt auf zwei Arten reinladen. Ah ja, genau, ich arbeite immer mit Text, gell? Im Text-Mode, weil im Visual-Mode, das ist immer nur so halb so lustig. Egal. Add Media, das ist eigentlich ja. Ob 4.9 kann man es angeblich durchdenken. Ja, wollte ich jetzt extra nicht upgraden, weil sonst funktioniert vielleicht heutige Abend nicht und wir haben alle ein großes Leid. Ja, hier kann man auch gleich auswählen, ob ich eine Galerie oder ein einzelnes Bild oder was auch immer da auswählen möchte. Ja, hier aus der Media Library, dieses Bild möchte ich haben. Super, es ist so schön. Ganz wichtig, barrierefrei bitte alles benennen. Das ist natürlich ein super Titel. Alternativtext ist alles schön, weil wenn ich nicht weiß, was auf dem Bild oben ist, dann muss es eine Alternative geben. Ich lasse das jetzt mal weg, weil diese Seite wird nie online gehen. Ich kann dem Bild sagen, ob es sich, jetzt sind wir wieder bei einem CSS-Teil, left, wo es hinfließen soll. Wenn es sich left, das heißt einfach, es rutscht nach links. Und alle, die dann in der HTML-Struktur drunter sind, die dieses Left anschließen, die rutschen nach links. Wenn ich das erste Element rechts habe und alle anderen auch rechts, dann ist das erste am weitesten rechts und alle anderen zweite von rechts, dritte von rechts, vierte von rechts. Also lassen wir es mal zentriert. Wenn es ein Name ist, dann stellt es irgendwie, also stellt es wahrscheinlich auch links rein, aber genau. So, machen wir mal Left, dann können von hinten welche nachrutschen. Wir verlinken nirgendwo hin, sondern, also es wird keinen Link geben, keinen Anchor, sondern, ja, wurscht. Und dann kann man so raussuchen, welches Format das haben soll. Es gibt diese drei Formate, und lassen wir das einmal so, ist eh wurscht. So. Jetzt hat er das wahrscheinlich da unten, genau, jetzt nochmal hier zum Beweis, das hat er linksbündig eingestellt, ganz unten. Wenn ich das Bild, jetzt kann ich das mit Edit zum Beispiel rechtsbündig machen, dann stellt er es rechts rein. Okay, machen wir mal Update. Ähm,
soweit ich weiß, jetzt müssen wir mal schauen, Content. Jetzt gehen wir mal bei Bootstrap auf Content. Kann... Na, Images, entschuldigt bitte. Ja, hier schlägt Bootstrap gleich Klassen vor, die wir Images vergeben können. Image Fluid und beschreibt auch gleich, was das dann kann. Also die Images müssen auch responsive sein. Wenn ich da keine Klassen vergebe, dann werden sie auch nicht responsive dargestellt. Aber Bootstrap ist so nett und stellt mir gleich ein paar Klassen zur Verfügung. Lesen, wissen, wo ich die Information finde. Das ist so ein Sammelsurium hier von allen Klassen und gleich mit guten Demonstrationen, wie das dargestellt wird. Hier Image Thumbnail, wieder mit einem so rausschmeißen, mit einem Ampixel Border Appearance, okay, wenn man das will. Oder Float Left, Float Right, Rounded. Eine Klasse Rounded stellt mir Bootstrap zur Verfügung, ist auch toll. Nur, dass das klar ist, worum es da geht. Ja. Und zum Beispiel, ich möchte gerne Image Fluid, bedeutet, was? Image Fluid, nämlich, dass es dann responsive ist. Heißt, dass die maximale Breite 100% ist. Es ist nicht, das ist nicht grundsätzlich so. Wenn Bilder 7000 Pixel breit sind, dann schauen die ganz nach rechts rüber. Wenn das Display 320 Pixel breit ist und ich haue mir da ein 7000 Pixel Image rein, dann kann ich es mir nicht gescheit anschauen. Deswegen braucht es diese Klasse Maximal Width 100%. Das ist, ich meine, ja, ist ein Nona-Net, aber Bootstrap macht nichts anderes, als dass es für mich mitdenkt. Ich muss dann diese Sachen nicht mehr berücksichtigen. Wenn ich ein Bild mit dieser Klasse benenne, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und das Ganze betrifft alle HTML-Elemente. Das heißt, eigentlich müsst ihr nur das alles einmal anschauen, durchlesen, das ist alles abgedeckt und dann seid ihr immer im guten Bereich. Schaut immer gut aus, also zumindest nicht schlecht. Ja? So, jetzt werden wir das gleich einmal benennen. Da, Rechtsklick, Edit. Und wir können hier irgendwo zusätzliche Optionen, Klassen vergeben. Image Fluid und, was haben wir noch gesagt? Irgendwas Tolles wollte ich noch haben. Ganz unten. Dass ein Thumbnail ist. Wollen wir es gerundet auch haben? Sehr schön, machen wir es gerundet auch. Achso, da brauche ich dann den Punkt dazu. Ich glaube gar nicht, gell? Weil das WordPress ist sicher so schlau, dass man den Punkt automatisch dazu hat. So, mal auf Updaten, was passiert? Na, solange das da oben rechnet. Also jetzt ist das Ganze 200 Pixel breit oder auch nicht. Mal schauen. 300 Pixel. Thumbnail. Es hat hier automatisch eine Klasse Max Width 100%, die über das, also das ist das, was mir Bootstrap mitgibt. Das habe nicht ich hingeschrieben, das hat mir alles Bootstrap hergegeben. Und Bootstrap unterscheidet auch, wenn ich das jetzt Ganze ein bisschen kleiner mache, weil jetzt kommt nämlich der Vorteil, jetzt kommt das Coole von Bootstrap, dass es nämlich, Moment, ich muss das da anzeigen. Dass Bootstrap nämlich jetzt mitdenkt automatisch. Hier das Bild wird automatisch Max Width 100%. Ja? Also nochmal, dieses ganze Framework ist eigentlich dazu gedacht, dass man nicht viel herumeiert, sondern dass es generalistische Lösungen gibt für immer die gleichen Probleme.
So, was kann noch interessant sein? Ja, dieses Grid haben wir uns irgendwie überlegt, dass das Text übers Bild schreiben. Wie zum Beispiel? Das Bild über die halbe Seite und auf der anderen Hälfte über ein zweites Bild und über das eine Bild den einen Text und über das andere Bild einen anderen Text. Zur Beschriftung. Eine Beschriftung, eine Legende, oder was? Nein, Text. Auf das rüber. Auf das Beginn. Ja, ja. Oder Overlay. Über, also als über ging sie zum. Also ich schreibe da als sowas. Sowas. Nein, das sollte gleich rüber laufen. Statische Text, ne? Genau. Kein Hufer. Wenn das Bild da ist, soll ich gleich übers Bild drüber einen Text haben. Was man sieht, zum Beispiel eine transparente. Dass das Bild im Hintergrund der Text ist. Ich habe gerade gefragt, ob das damit gemeint ist. Nein. Das hier. Nein, da steht der Text über dem Bild. Achso, ja. So was Ähnliches. Ja, aber nicht das ist ein Maus. Wurscht. Ja, genau. So ja, aber nicht, ja, genau, ja. Okay. Ich muss schon drüber malen. Da unten soll ich weiß zum Beispiel immer schneller beziehen. Ich meine, das hat jetzt mit Bootstrap nichts mehr zu tun, aber ich probiere es trotzdem, Element untersuchen. Wir haben hier was anderes. Wir haben Picture, Source, Picture. Wir haben sicherlich auch eine Legende zum Bild. Oder, nein, stopp, 5. Figure, genau. Figure ist das Fig Caption und das macht man so. Man kann jetzt WordPress anweisen, dass es. Na, das führt zu weit. Stopp. Ich kann das so reinhauen. Ganz einfach so reinknallen. Hinten im Edit Page. Da drinnen. Jetzt ein HTML-Modus und da stattdessen das Image, wie geht das? Ja, da habe ich das Bild und ich könnte zum Beispiel das jetzt so machen. Da stattdessen tue ich mal das daher. Eigentlich brauche ich das unbedingt. Wurscht. Brauche ich da den Anchor? Warum ist der Anchor? Ich habe keine Ahnung. Oh ja, da ist ein Anchor natürlich. Ja, ja, weil das gehört da dazu. Ich tue das mal weg, weil wir wollen den Anchor mal nicht haben. Das ist HTML5. Das ist ein bisschen eine bessere Beschreibung. Ich kopiere mir das jetzt raus. Steuerung X und hier Steuerung V. Bitte? Also ist schon. Ja. Okay, hier habe ich irgendwelche Klassen. Genau, das ist alles von mir. Das haben wir mal weg. Das brauchen wir nicht. WP Image 4 soll so sein, sei es Medium, ist alles toll. Ne? Das haben wir auch weg, weil das ist noch von WordPress irgendwas. So, das ist der Verweis auf das Bild, Figure Caption. Und da gibt es weitere Informationen. Jetzt machen wir mal ein Update, mal schauen, was da rauskommt. Das wird wieder super lang dauern. So, jetzt haben wir hier die Figure Caption, Rechtsklick, hier ist das Element. Na, geh weg da mit dem. Und da ist das Bild. Ja? Damit etwas... Grundsätzlich verhält sich ein Image so, das ist ein Block-Element. Nein, ist das ein Block-Element? Ist es ein Display, schnell suchen, wie ist das dargestellt? Display Inline Block. Ja? Das ein Bild ist automatisch mit, also ist jetzt Display, wie es dargestellt wird. Es gibt Float-Elemente wie Span,
Die schieben sich einfach eins nach dem anderen an. Also das wird einfach links angekriegt und dann kommt das nächste. Also zum Beispiel in dem Fall, da gibt es irgendein Element und das nächste schiebt sie einfach drauf. Das nächste schiebt sie drauf, das nächste schiebt sie drauf. Dann gibt es aber auch Blockelemente, das sind Diffs zum Beispiel. Die ganze Nav-Geschichte da oben ist ein Blockelement. Das wird auf beiden Seiten gesagt, neben mir hat nichts Platz. Das nächste Element, das nächste HTML-Element, was da? Hier, das nächste, ja, das ist der Figure Caption nach dem Image. Ja. Das nächste soll einfach unter mir nachfolgen. In dem Fall, also das ist standardmäßiges Verhalten. Wir können jetzt über CSS sagen, dass mir das wurscht ist, erstens. Und zum Beispiel, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Position verändere. Position, absolute. Ja. Was passiert da? Also nichts passiert. So, warum nicht? Und top? 0. Na toll. Was ist jetzt? Es ist wahrscheinlich hinterm Bild. So. Z-Index. Na super. Z-Index. 1000. Noch nicht toll. Wo ist das Element überhaupt? Ich sehe es nicht mehr. Ah, das ist ganz oben. Na wie toll. Also, der muss es nicht relativ sein. Top 0. Dann. Genau, lassen wir das weg. Noch besser, relativ. Wir machen jetzt ein Margin minus 20 Pixel zum Beispiel. Was passiert da? Jetzt stellt sich der Text da drüber. Ich meine, das ist jetzt nur irgendwas. Ja? Jetzt machen wir nur weißen, dann sehen wir. Ja, Background White. Oder Font. Die Font wollen wir weit haben. Wir können auch Transparency machen, Background Color. RGB, runde Klammer auf, Klammer zu, tatsächlich wird das her, 255-255-255-0.5. RGBA bedeutet, das ist wunderbar, warum haut das nicht hin? RGBA brauchen wir. RGB ist der normale Wert und A ist dann noch die Transparenz, wie viel da dazu genommen wird. Deswegen gibt es jetzt 4 Werte. Man kann das auch über RGB, also man kann eine Farbe über die Hexfelder, über die Hexfarben, also Raute und dann Hexcode oder über die RGB. Das ist zwei, rot von 0 bis 255, 255 ist volle und wenn man alle Farben überlagert, dann ist man auf weiß. So, und jetzt schaut das ungefähr so aus. Einmal ganz rough und rudimentär. Wenn man das genau so haben möchte, dass das da drinnen steht, mal schauen, wie wir schauen. Ich schaue immer nur ab, gell? Ich bin ja selber kein Superhirn und merkt man das alles. Ich möchte nur wissen, wieso das jetzt da drauf steht. Es ist schon Position Absolute. Ja. Wird, ja, das muss ich mir wahrscheinlich jetzt 10 Minuten spielen und ihr werdet sich denken, da geht überhaupt nichts weiter, ist nur halb lustig. Okay, wahrscheinlich wird das nicht die ideale Lösung sein, dass man das so... Technisch irgendwie ist möglich, das ist der erste Punkt. Ja, man kann manche noch negativ stellen, Padding allerdings funktioniert nicht negativ. Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, wenn ich im Text arbeite und ich gebe das ein, dass ich, wenn ich mir das anschaue, funktioniert es zuerst, dann gehe ich zurück und dann ist es weg. Dann hat er die Elemente teilweise rausgehauen. Dann steht dort und BSNP oder so. Non-Breaking Space. NBSP, Non-Breaking Space. Es ist ein Leerzeichen. Ja, genau. Und das ist alles weg. Also das, was ich eingegeben habe mit Span oder Div oder etc., ist plötzlich weg. Nicht immer. Ja, es kann sein, also wenn Sie, dass zum Beispiel eine weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist, das wäre die einfachste Lösung. Das heißt nur, dass man irgendwo ein falsches CSS-Style-Attribut-Eigenschaft angegeben hat. Wenn ich da jetzt drauf gehe, zum Beispiel rechtsklick, Element untersuchen und ich sage ihm hier, so widersprüchliche Antworten nimmt er dann selber weg, oder? Ja, wenn ich da zum Beispiel Color-Raute FFF mache, was passiert dann?
kann ich nichts mehr lesen, obwohl der Text da ist. Ja, markieren kannst du. Ja, das könnte, das, ich meine, das können viele Probleme sein. Ich kann das jetzt nicht, es gibt keine. Nein, im Text löscht das aus. Er löscht es wirklich raus. Ja, es ist weg. Es ist einfach weg. Nein, weil der von Text zum Beispiel auf das Visuelle geht. Bitte, darf ich? Wieder geht zurück auf Text. Dann ist es weg. Es ist einfach weg. Und dann schreibt er mal irgendwie so als Unzeichen und das ist aber WordPress. Das ist aber WordPress. Das ist WordPress. Ja, aber ich weiß nicht warum. Wieso das ist. Das. Also wenn ich da zwischen Visual und Text switch, ja. Zuerst funktioniert es. Wenn ich erstes Mal auf Visual gehe, sagt er mir es an, dann gehe ich zurück auf Text, dann ist es weg. Und dann kann ich aber nicht mehr, muss es neu eingeben. Und dann ist es wieder weg. Dann ist es wieder weg. Nein, dann macht es nicht so viel Spaß. Eine Möglichkeit ist entweder das Theme zu ändern oder das WordPress neu zu installieren. Nein, es ist kein Spaß. Ich habe sehr oft schon alle Module, alle Plugins einfach einmal deaktiviert und dann mit alle aktiviert und plötzlich geht wieder alles. Kein Mensch weiß warum. Hatte irgendwas mit dem Cache zu tun, wie WordPress den Cache handelt. Da gibt's, ist das günstig, dass man das Plugin nimmt, wo man diesen Cache löschen kann oder so, oder? Wenn die Seite langsam ist und ultra komplex, ja. Ansonsten Evolution Slider, der schlägt das vor, dass man das installiert. Muss nicht grundsätzlich sein. Okay. Ich weiß nur, der Club Computer Server ist sehr langsam. Ja. Da kann sein, dass das ein bisschen was hilft. Na gut, ich meine, was haben wir da noch notiert? CSS-Selektoren ist jedem ein Begriff. Das ist nicht schlecht zu wissen. Wir können unterscheiden im CSS zwischen allen Kind-Elementen, also das sind alle Kind-Elemente gemeint von diesem Li-Element, oder wir machen es spezifischer, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau, also gerade beim Menü ist es ja so, wir haben ein Hauptmenü, wir haben ein Untermenü. Wenn ich aber nur den Anchor, also wenn ich nur vom Hauptmenü das Kind-Element Anchor vom Li-Element oder das Li-Element von der ersten Unordered List haben möchte, dann bringe ich das so zum Ausdruck über dieses Pfeilchen. Ja? Dann ist genau nur dieses eine Li-Element gemeint. Wenn ich dann noch ein Submenü habe, und hier wieder eine Unordered List mit Submenü und hier wieder Li-Elemente drinnen hat, natürlich, weil sonst gibt es ja keine Unordered List, dann sind die damit nicht gemeint in diesem Fall. Ja. Dass dieses und alle, und also bei SCSS, und alle nachfolgenden Elemente greifen nur auf das Kind-Element, weil ich hier damit schon beschreibe, von diesem unmittelbaren Kind-Element. Wenn ich es wieder generell halte, alle Link-Elemente, alle A und so weiter, dann sind alle, kann eine dritte, vierte, siebte Ebene sein, es werden alle Listen-Elemente angesprochen. Ich kann zum Beispiel und Doppelpunkt, stopp. Ein Listen-Element, wenn ich ein Listen-Element habe und möchte eine bestimmte Margin Left, Margin Right, was auch immer, nur aufs letzte Element wirken lassen, dann schreibe ich das so hin. Und Doppelpunkt Last-Child. Klammer auf und Klammer zu. Dann betrifft diese Eigenschaften betrifft nur das Listen-Element des letzten Kindes. Ich kann, das ist oft bei Anchors interessant, hier und Hover. H, Doppelpunkt Hover.
Ja, wenn ich über dieses Element drüber fahre mit der Maus, dann verändert sich die Farbe. Ja, das Add bedeutet einfach nur, dass man hinter das A, das würde normalerweise so ausschauen, aber in dem Fall redundante Information brauche ich ja nicht extra hinschreiben. Ja. Es müsste dann so ausschauen, ja. Das wäre CSS, Oldschool, aber das ist SCSS. Weil es nämlich innerhalb vom A steht, es wirkt nur innerhalb von dem und damit mit dem. Ja. Da kann ich eine Klasse dranhängen noch zusätzlich. Ich kann noch eine weitere Klasse meinen und Punkt. Also dann meint er ein... Dann müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Ja? Ich kann, das Oldschool würde das so beschrieben sein. Ja? Da sind nämlich wirklich beide gemeint. Ja? Raute ist auch klar, was das bedeutet. Das ist die ID. Das ist der Selektor für ein HTML-Element für ID. Ich habe es hier gut beschrieben. Die Nav mit der ID topMenu-div. Das ist im HTML. Schauen wir mal das kurz rein. Wenn ich das HTML-Element habe und jetzt hier ID reingebe. Ja. Eine ID darf nur einmal auf der Seite vorkommen, Klassen dürfen beliebig fach vorkommen. Aber eine ID ist unique. Ja? Puh. Ja, machen wir mal zum Schluss, oder? Sonst, ich glaube, das ist. Jetzt verlaufen wir uns sicher. Irgendwelche Fragen? Generalfrage eigentlich. Also wir haben gesagt, dieses SCSS wird quasi vor dem Darstellen einmal kompiliert. Da wird etwas durchgelaufen und der tut das quasi immer. Das heißt, für eine total dynamische Seite, wo es auch die irgendwo anders schon die Formatierungsinformation herkommt, ja, ist es eigentlich nicht so geeignet. Ne? Wenn sich da drunter was ändert, müsste der Compiler ja wieder aufgerufen werden. Genau, ist wahrscheinlich, also man muss sich wirklich überlegen, gibt es sowas total Dynamisches, dass ein Zustand eines Designs erreicht werden soll, der im Vorfeld nicht vorhersehbar ist. Weil wenn das nämlich ist, würde ich trotzdem gleich im Vorfeld alles abdecken und dann erst später, aber wenn ich durch Eingabe des Users das erst davon abhängig mache, ja, kann man mit less machen, dot less. Ist aber, ich sage es gleich dazu, nicht mehr zeitgemäß. Bootstrap ist und auch Foundation sind von less abgekommen, weil das einfach nicht mehr notwendig ist. Das ist nur rechenintensiv, die Zeiten, Ladezeit, das dauert alles lange und es ist dann egal, ob das ein Mobile Device ist, wo es dann noch einmal länger dauert oder ein starker PC. Das ist, ich würde es eher defensiv betrachten und das bringt überhaupt nichts. Das macht keine Seite irgendwie schöner. Was hält ihr davon, wenn man am, weiß ich nicht, irgendwann Jänner, Februar, März, April zeitnah eine weitere Session machen mit wirklich User Cases, aber ihr müsst jetzt. Bitte? Ihr müsst im Vorfeld für mich oder für uns, also es wäre sinnvoll, wenn das wirklich geile Probleme sind, die Seite bereits online ist, ich dieses Problem wiederholen kann. Das muss gegeben sein, weil mit irgendwas daherkommen, bitte, die Seite ist nicht online, aber rein theoretische Sachen kann ich nicht. Wenn das was Praktisches ist, dann kann ich sogar ein, und es sind nicht 100 Anfragen, ich meine, wir werden das vielleicht auf die eineinhalb Stunden beschränken, dass wir uns das in dem Rahmen anschauen können, oder? Wenn der Franz sagt, er stellt seine E-Mail-Adresse dafür zur Verfügung,
Oder also, wenn man den Absolut benutzen, ist ja auch gut. Bitte? Genau. Na, aber das musst du sagen, wie das sein kann. Ja, ja. Vorschlag. Unter Tipps und Tricks, das ist in der Zeitung auch eingebaut, ne? Genau. Eine halbe Seite oder drei Seiten Tipps und Tricks und jeder ja. Irgendein Thema, das ich jetzt einfach das Leserbrief. Ja, dann lassen wir das jetzt, okay? Ja. Danke.